Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Elex. So, ich sitze mal wieder ein bisschen her, wo ich aufgenommen habe. Und die barfüßige Kaya ist immer noch da. Weiß ich nicht. Ja, gut, wir waren gerade auf dem Weg. Ich muss einfach mal gucken, was genau hier ist. Eine neue Reaktorspule. Ich musste hier irgendwas holen. Ich weiß nicht für was, ich weiß nicht für wen, ich weiß nicht wieso. Aber ich bin hier und wir machen das. Jetzt die Frage, machen wir den Unhold? Ja, komm. Ich bin ja ein ganz starker. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Ja, okay, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber wir haben ja eine ziemlich gute Waffe, habe ich gehört. Ich kann selber nochmal drauf gucken. Der Reaper 3. Ja, 90 Schaden, das ist machbar. Das ist machbar. Meisterlicher Reaper der Outlaws. Passend für jemanden wie mich. Denn ich bin das Maß aller Dinge. Na, Quatsch. Das ist noch ein Unhold. Wäre ja eine Schande, wenn ihm was passieren würde. Würde ich mich ja schon fast ärgern. Und das war's auch schon. Da wird dieser Rudelführer auch keine Probleme darstellen. So ein Rudelführer mit fast zwei Schlägen zu töten. Das ist was. Das zeigt auf jeden Fall, wie krass weit wir gekommen sind. Das freut mich sehr. So. Ein verschlossener Tresor. Und wir können nicht hacken. Oder? Das sieht so aus, als ob meine Rüstung das untere Menü verdeckt. Ha! Wir können doch hacken. Gut. Nehmen wir 5 hier. Ja, machen wir so. Und es sind 2 richtig. Da machen wir mal 6-0 und 1-2. Manche Tasten funktionieren nicht und das verstehe ich halt einfach gar nicht, warum das so ist. 7-0. Die 6 ist richtig, die kommt nach hinten. Und dann machen wir 1 und 6. Geht doch. Ah, nice. Goldbrocken, Zigaretten und Goldbündel. So Zeugs, auf das ich halt auch echt verzichten hätte können, aber wir haben. Lieber haben als nicht brauchen als umgekehrt. Nee, warte mal. Lieber haben und nicht brauchen als nicht haben und brauchen. Aber den Scheißspruch habe ich auch schon öfter gesagt. Ja. Tja, diese Patronen. Ah. Warum piept's in meinem Ohr? Kommt das im Spiel aus oder bin ich behindert? Beides, ich weiß. Oh, das ist ein Klops und kein Kaffee. Aber. Da wollte der Kackarsch hier einfach uns von hinten angreifen. Gott. Tja. Ja, Zieh mal einer an. Da können wir ein bisschen Schaden austeilen. Das ist doch nice. Also. Wenn wir irgendwas Tolles. Also ich finde immer noch, oder ich bin immer noch der Meinung, dass diese Brille nützlicher ist als der Helm. Mal den Helm hier nochmal angucken. Beziehungsweise nochmal anziehen. Versteckerhelm. Hat er jetzt natürlich angezogen. Ja, so. Nein, wenn der Versteckerhelm nicht wie so ein Motorradhelm aussehen würde. Wäre das nochmal was anderes. Aber, ich nehme die praktische Sonnenbrille. So. Noch ein Ungeziefer. Vorsicht! Und ab. Tja. Tja, gibt es halt keine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie radioaktiv sein könnte. Oha. Das ist ein Patron. Autsch! Autsch! Der zieht ordentlich ab. Mhm.
Also das müssen wir uns merken. So ein Patron macht ein wenig Schaden. Also so ganz unsterblich und unverwundbar sind wir noch nicht. Ich glaube, können wir auch gar nicht sein. Außer es gibt noch irgendwelche Skills, die ich lernen kann, damit ich halt meine Rüstung krass erhöhe oder so. Boah, weißer. Achso, und wieder. Hier ist halt echt alles. So. Bisschen von hinten erwischt, das ist auch okay. Ja, jetzt komm doch her. Mann, ey. Kein Beiß. Ist gar kein Beißer. So, hier gibt es auf jeden Fall super viele Sachen, aber ich weiß halt nicht, ob ich die brauche und ob ich die Zeit dafür jetzt... nehme. Aber ich muss sowieso nach unten, das heißt, ich muss mich hier sowieso umgucken. Wie man sieht, muss ich eben nach unten. Okay. Und wie man sieht, sage ich jetzt zum dritten Mal in Folge, sind unter uns noch Items. Ja. Ich glaube, es wird hier auch nichts geben, was ich jetzt unbedingt richtig krass brauche. Also zum Mitnehmen. Ich glaube, da wird jetzt nichts mehr dabei sein. Wow. Okay. Ich glaube, das hat er sich anders vorgestellt. So, ich muss halt jetzt nur noch einen Weg finden, nach unten zu kommen. Okay, dann haben wir noch ein paar Drohnen. Machen wir da. Sieht sehr giftig aus da hinten. Attacke! Ist natürlich nicht umgestellt. Muss natürlich so sein. So, nochmal die 8. Ja. Gut, reines Elix. Das ist nice, dass man reines Elix von den Typen bekommen kann. Was das früher wohl mal war. Ach, guck mal. Ah, ich wollte gerade sagen. Ah, kann man ja hier runter. Ah, nee, nicht ganz. Ah. Das ist so ein giftiges Gebiet. Ich werde hier auf dich warten. Ja. Lass mal gucken. Haben wir vielleicht irgendwas, was mir Gift geben kann? Das nicht. Maximal Gesundheit und Rüstung. Stims oder Antitoxin, ja. Benutzt das doch. Oh Mann, ey. Dass ich dem erstmal einen Slot zuweisen muss, bevor ich es zu mir nehmen kann. So. Ich werde hier auf dich warten. Ah, selbst mit Antitoxin zieht das doch eine Menge ab. Ich sehe nichts. Das ist toll. Aber die Frage ist, kann ich hier drinne? Nein. Kann ich nicht. Alles klar. So. Also. Speichere ich einmal. Ich weiß halt auch nicht, wie lange dieses Antitoxin hält. Hätte ich mal nachgucken sollen, vielleicht. Mann. Ein Foto. Da ist der Björn. Sicherheitsprotokoll. Eine Schrotflinte. Cool. Lampe. Achso, ich dachte, es ist Toilettenpapier. Über Toilettenpapier hätte ich mich jetzt richtig gefreut. Aus Gründen. So, mal der hier. Ich glaube, da war halt sonst nichts mehr drin, ne? Oh, ho, ho. Große Versammlung. So. Ah. Es ist doch schon. Oh. Ein Steindrakon.
Das war ein Schleimdrakon. Es ist teilweise doch halt echt nervig. Mit Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Also ich habe keine Ahnung, ob man gerade irgendetwas versteht, aber es gerade alles ziemlich durcheinander und der Visier. Ja, ich sehe, ja. Ja, alles klar. Oh. Cool. Ist natürlich. Hallo, was? Ich finde es schön, dass gerade einfach. Hallo. Alter. Ja. Ist gerade einfach alles auf einmal. Es ist dunkel. Und die dumme Sicht passt sich nicht an. Es ist ein Gegner hier drin. Es ist eng und die Kamera spielt verrückt. Das sind so die drei unheiligen Dinge, die einem passieren können. Und es ist laut, die vier unheiligen Dinge. Aua. Trink. So. Bin halt ehrlich, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob man mich richtig hört, mitten im Kamm, wenn ich da noch spreche, aber für mich ist das ziemlich laut. Und ich war natürlich auch so professionell, habe bisher noch nicht richtig nachgeguckt, weil sich bisher auch noch keiner beschwert hat. Also denke ich mal. Ah, gruselig. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass Ton so in der Form in Ordnung ist, wenn bisher noch keiner aufgeschrien hat. Aber trotzdem versuche ich dann zu vermeiden, mit einem Kampf irgendwie zu sprechen. Alter. So. Mann, ey. Weißt du halt nicht, ob sich die Sicht noch anpasst oder nicht? Ist es zu dunkel? Ist es nicht? Ich hoffe, das machen die nicht im zweiten Teil. Ich hoffe es sehr. Gut. Ich möchte noch erkunden. Das Schöne ist, mit der Brille weiß ich ja ungefähr einen Weg, den ich gehen kann und muss, vielleicht. Oha. Hier sind ein paar Dinge passiert. Auf jeden Fall. Da will ich noch nicht hin. Ein Elektroschott. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt. Und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Aha, okay. Jetzt, also, ich schmeiß den einfach mal auf den Boden. Oh, geil, Brause. Der hat sich bestimmt gehalten hier. Ach ja. Was ich die Menschen. Hä, ich hab. Och Mann, ey. Weißt du, da bin ich gerade am Looten und die fliegt mir einfach mitten in die Fresse rein. Ach, NPCs. Seid doch echt nur da, um uns Spielern auf die Nerven zu gehen. So, was haben wir denn hier? Kann ich da rein? Kann ich nicht. Okay. Ich muss vor allem nach oben und nicht nach unten. Okay. So. Ich habe ein Jetpack und ich werde ihn benutzen, aber nicht richtig. Ich hätte auch einfach die Tab nochmal geöffnet. So. Ja, machen wir das mal so. Oh, eine verschlossene Truhe. Was für Schätze sich darin wohl verbergen mögen. Nichts. Das war wohl nichts. Toll. Das war wohl nichts. Alter, dass es sofort abbricht. Geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. Und die Fackel auch. Und so. Zu einfach. Amulett des Schutzes. Oh. Eipflanze und Strahlungspatrone. Wir haben ja auch vorhin eine Schrotflinte eingesammelt. Ich glaube, dafür ist die Strahlungsmunition. Ah. Da klickert jemand so schön.
Ist aber keiner da. Okay. Oha. Und jetzt? Ach, damit mache ich das auf. Ah, alles klar. Ja, das sieht in Ordnung aus. Da kann ich dann rein und das holen, was ich holen muss. Alles klar. Bin ich mal gespannt, was wir da finden werden. Ja, komm. Auf den ganzen Schrott zu looten. Trotzdem gucken. Ich glaube, von da kam ich. Okay. Gut. Gehen wir den einfachen Weg. Ah, ich wollte nicht direkt runterspringen. So, das kann weg. Das Geräusch geht mir auf die Nerven. Aber so eine Fackel... irgendwie angenehmer. So, hastig geschriebener Brief. Wo haben wir dich denn? Das alles ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was sie hier machen, aber dieser Doktor scheint anscheinend sehr viel Geld für Infinite Skies bekommen zu haben, um was zu bauen. Mir ist nicht ganz klar, was ich hier gefunden habe, aber eines weiß ich definitiv. Die Leute hier sind, oder vielmehr, dieser Doktor ist wahnsinnig. Er scheint eine Art Maschine zu bauen. Dazu kommt all diese Weltraumforschung. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr Zeit, das alles zu erforschen. Aber Zeit ist das Einzige, was mir nicht mehr bleibt. Hier sind überall Wachen und ich glaube, sie verfolgen mich. Ich habe ein wirklich gutes Ungefühl bei der Sache. Ich sollte hier schnellstmöglich verschwinden. Ich habe mich jetzt 3 oder 4 Mal in diesem kurzen Text versprochen. Wenn das mal nicht peinlich ist. Wenn das mal nicht peinlich ist, weiß ich auch nicht. Das mit dem Lesen ist teilweise echt nicht meins, man merkt. Was geht los? Ich habe das Viech halt einfach gar nicht gesehen. Einfach absolut gar nicht gesehen. Eine Anleitung. Mächtiger Heiltrank. Cool. Das Problem ist, ich sehe da hinten was rumlaufen. Ein Hühler. Upp. Ich erledige das. Ja, dann mach das auch. Nochmal. Es tut mir leid für euch, falls ihr. Alter, bist du bescheuert? Was ist los mit dir? Hast du uns gerade fast beinahe in die Luft gejagt? Geht's dir noch gut? Hat man dir ins Hirn geschissen? Nicht nur, dass du barfuß rumläufst, ja? Ha, du bist gemeingefährlich. Ohoho, wir sind genau da, wo ich dachte, wo wir sind. Und zwar an einem Ort, der tatsächlich einfach mega geil aussieht. Das ist so die eine Stelle, an die ich mich erinnere. Das ist auch so, ehrlich gesagt, einer der Stellen, die einem wirklich in Erinnerung bleiben. Ja. Das wird doch kein Problem. So, da haben wir auch die Reaktorspule. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Sieht einfach zu geil aus. Dieses Elixit, dieser Elix, das sieht halt einfach zu geil aus. Ich mag, wie das aussieht. So. Ja, das ist schön, dass da irgendwie eine Hilfestellung gibt beim Drücken. Aber es ist tatsächlich nervig, wenn man halt einfach nicht drücken kann. Hier, guck. Ja, toll. Das ist das. Oh, fick dich doch, ey. 5, 6 kann ich nicht drücken, 3 kann ich nicht, 2 geht nicht, 1 geht nicht, 4. Wozu habe ich die Option zu hacken, wenn ich sowieso die Tasten nicht drücken kann? Weißt du was, fick dich, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist sowieso nutzlos. 5, 5, 1, 7. Toll. 5, 5, 1. 7. Das war nichts. Schade.
Hätte ja, hätte, hätte. So. Da ist ja bestimmt noch irgendwo ein anderer Tresor oder so. 5517. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Dr. Adam Charles Dawkins. Ah. Okay. So, das Ding ist. Ich weiß, da hinten liegt noch eine Fackel, aber so viele davon. Ja, hier gibt's gerade nichts mehr. Das heißt, wir müssen zum nächsten. Dawkins Memoiren. Ach, guck mal, wir haben auch gar nichts mehr auf der Karte. Das heißt, wir haben, hätten zwei durchsuchen können. Und nur in einem wäre das Ding drin gewesen. Wir müssen gar nicht beide gucken. Merke ich jetzt erst. Gut, dann haben wir jetzt Zeit. Und zwar Dawkins Memoiren. Ich hoffe, die sind nicht zu lang. Okay. Mein Vermächtnis. Ich war als leitender Wissenschaftler am größten Geheimprojekt der Menschheit beteiligt. Die Ereignisse der letzten Monate haben mich erkennen lassen, dass ich meine Arbeit für die Nachwelt schildern muss. Wenn in einigen Monaten noch etwas von der Menschheit übrig sein wird. Ja, hoffentlich. Ich wurde von der Infinite Sky als renommierter Wissenschaftler angeworben, um bei ihrem Raumfahrtexperimenten beratend zur Hand zu gehen. Bei meinem Abschluss in Physik war das auch nicht wunderlich. Das Gehalt war ebenfalls ein überzeugendes Argument. Die Überwachung von Himmelskörpern, derer Laufbahn uns gefährlich werden könnte, war noch sehr neu. Daher hielten wir den fatalen Meteoriten erst für unbedenklich. Das letzte Ding bereitete mir Kopfschmerzen. Ich ließ die Computer auf Hochtouren rechnen. Mit jedem Tag wurde ein Zusammenstoß immer wahrscheinlicher. Aber der Vorstand wollte von solchen Gehirnspinsten nichts hören. Bereits da habe ich auf eigene Faust angefangen, Ideen zur Rettung vor der Katastrophe zu entwickeln. Erst Jahre nach der ersten Sichtung bestätigten auch meine unfähigen Kollegen, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen müssten. Das Rettungsprojekt wurde ins Leben gerufen. Tja, wir wissen ja, ich weiß gar nicht, ob das von hier ist, deswegen ist es noch nicht vor. Wir wissen ja, dass dieser bekannte, besagte Meteorit, der ist, der das Elix auf diesen Planeten gebracht hat und uns dieses Spiel ermöglicht. Aus Sicht der Vernunft war es notwendig, ein Ausschlussverfahren zu entwickeln. Es wäre eine Utopie gewesen, die gesamte Menschheit zu retten. Als Realist habe ich diese Tatsache direkt zu Anfang angesprochen. Ohne Geheimhaltung wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Geeignete Kandidaten wurden über eine Werbekampagne gesucht. Man warb um verschiedene Altersgruppen und mit unseren Tests filterten wir diejenigen heraus, die genetisch am besten zur Erhaltung der Menschheit geeignet waren. Die PR-Leute leisteten ganze Arbeit. Sehr viele unterschiedliche Bürger meldeten sich für das Projekt, so dass wir streng aussieben konnten, wer wirklich genetisch perfekt genug ist, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Durch die Katastrophe würde eine natürliche Selektion stattfinden, die wir lenken konnten. Die Menschheit sollte gestärkt aus dem Untergang hervorgehen. Wir würden auf eine neue Evolutionsstufe gehoben. Eher nicht so. Gut. Okay. Ist es vielleicht doch... Achso, nee. Achso, ich muss das wahrscheinlich... Diese Spule wieder, wer immer hat Saddam, sondern angeblich meine ich brauche Beweise. Was haben wir hier? Da geht's dann dahin. Großoffensive. Oha. Die kleinere Planung, was haben wir? Ich kann Ulbricht dabei helfen, die Vorbereitung für abzuschließen. Du willst dich über seine Sache helfen, wenn ich immer eine Stelle in irgendeiner besetzen. Es sind so viele Quests, aber wir machen halt, glaube ich, erstmal die Reaktorspule. Da kann ich nochmal zum Lager der Mitte. Und danach können wir mal gucken, was wir machen als nächstes. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. Seit neuestem. Oder seit letzter oder vorletzter Folge.
Da hat uns der Zalom oder irgendwer aufgequatscht, dass wir einfach Dinge machen müssen. So. Ja. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch im Betrieb war. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Ach du, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich zufällig eine bei. Lass mich mal gucken. Ah, guck mal. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Ja, das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Oha. Flashback. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Ich glaube, die haben einen Fehler gemacht. Stets über jeden Zweifel erhaben. Guckt euch mal mein Gesicht an. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Also, tatsächlich haben die gerade einen Fehler im Flashback gemacht, weil wir waren einfach viel zu farbig im Gesicht, oder nicht? So, wenn man Kallax und Daddy vergleicht, die waren halt richtig blass. So wie, Alps halt sind, aber wir waren halt richtig knackig gebraunt, oder nicht? Also das kam mir gerade so vor, als ob wir vergessen hätten, dass im Flashback die Blässe in mein Gesicht zu treiben. Aber na gut, das haben wir dahingestellt. Gut, Kayan wollte noch irgendwas. Ich kenne Sarkur ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Alles klar. Ein Ballon sagt. Oh wei, oh wei. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm, ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Ich finde es schön, dass es gerade ein Echo gab. So, sorry, ich musste gerade kurz... mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier zumindest läuft, die jetzt gerade. Beim letzten Mal ist sie ja umhergeschlichen, das war anstrengend. Kommen sie her, wer hat noch nicht, wer will noch mal... Aua. Finde ich schön, dass er halt einfach weiter rennt. Ist ja. Ah. Naja. Ich lasse die beiden mal. Können sich mal gegenseitig kaputt machen. Kannst du bitte nicht einfach solche. Voll. Ja.
Manche Gegner sind einfach echt nervig. Ja. Danke, danke, lass mich wenigstens aufstehen. Wenn man halt nicht mal aufstehen darf, weißt du, ich hasse sowas. Aber zum Kotzen. Kaya ist auch zum Kotzen, ey. Meine Nervensäge. Anstatt erstens entweder zu warten oder halt nicht direkt in den Gegner reinzulaufen. Aber nein, Madame Barfuß muss sich ja beeilen, weil sie keine Schuhe hat und hier friert. Wow. Ich speichere mal hier. Ja, genau das. Ich bin gerade einfach nur froh, dass Kaya an sich nicht sterben kann. Dass selbst wenn sie down geht, dass sie dann wieder aufsteht, lachen kann. Das ist schön. So, Level Up habe ich gerade auch noch bekommen. Wo jetzt der Schleimdrakon von gerade eben ist, ich habe keine Ahnung. Das Spiel hat sich gedacht, nee, das ist zu schwer für den. Machen wir den mal weg. Oder irgendwie sowas. Willst du mir sagen, dass der von hier nach da hinten gelaufen ist? Oder war das vorhin ein anderer? Eigentlich will ich die Erfahrung haben. Also die Erfahrung lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So ein Schleimdrakon bringt schon ein bisschen. Das war immer noch kein Schleimdrakon. Oh ja, alles. Ja. Ja. Hab ich geil gemacht, oder? Ich bin sehr stolz auf mich selber. So, kommen Sie her. So. Glück. Ja. Habt ihr gesehen, wo Kaya gerade ist? Das ist, bin ich froh, dass Kaya so krass mitdenkt. Jetzt bleibt sie einfach... Cool. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Wir sind nicht allein. Ja, stell dir vor! Und in jeden Gegner reinrennst. Jetzt auf einmal schleicht sie wieder. Das ist toll, oder? Gut. Kann ich zumindest vorlaufen. Ja, cool. Jetzt habe ich meinen Schleimdrakon. Ja. Mann, ey. Ah, das Kampfsystem ist teilweise. Aber ich brauch's ja nicht sagen, ich hab's oft genug gesagt. Hä, was? Finde ich schön, dass hier einfach noch ein Feuer brennt. Ah, wer hätte es gedacht? Kai hat neue Freunde gefunden. Ist eine Truhe. Zu einfach. Ja, ich mach gerade die Truhe auf, Kaya. Denk doch mal auch an andere. Und nicht immer nur an dich selber. Ich brauche Unterstützung. Ja, ich hab dich verstanden. Es ist kalt. Bitter kalt. Mehr als sonst in dieser Gegend. Wir sind hier genau richtig. Irgendwo unter uns ist eine große Elex-Ader. Gib mir nur einen Moment. Ich versuche mich zu beeilen. Ja, kein Stress. Ja, kann ich denn... Ist das dein Ernst? Alter, nur weil diese Fotze mich gerade einfach einen fucking Dialog gelockt hat, konnte ich meine Waffe nicht ziehen. Oh. Ja, mach mal deine Dinge, ich loote einfach. Ich mach das, was ich am besten kann.
Oh, es war nicht so leicht. Es gibt viele Störquellen in diesem Land. Aber ich denke, ich habe alles erfahren, was die Stelle hierher gibt. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, warum das reine Elex die Lebewesen emotionslos macht. Es hat etwas mit der Gleichschaltung der Signaturen des raffinierten Elex zu tun. Es dient keinem höheren Zweck. Es ist einfach ein Ergebnis der Ordnung der Elemente, aus denen ein Elex besteht. Gleichschaltung der Emotionen also. Ja, richtig. Es ist wie beim Magnetismus. Es gibt ein natürliches Gleichgewicht zwischen synthetisch und emotional, also rein rationalen Gedanken und dem völligen Gefühlschaos. Ähnlich wie man einfaches Eisen magnetisieren kann, lässt sich auch der menschliche Geist fokussieren. Das reine, geordnete Elex verursacht eine gewaltsame Gleichschaltung der Emotionen im Körper des Konsumenten. Jemand, der diesem geistigen Druck nicht standhält, wird zum Mutanten. Ganz einfach. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass mich noch ein paar Tage darüber sinnieren. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Wegen der Ja? Ich hab... Vielen Dank, das hilft mir. Wie geht es dir? Alles gut, danke deiner... Alles Sehr klar, gut. Dann hätten wir das auch. Also ist... Elex, ein Magnet sozusagen für unsere Emotionen. Und ich denke mal auch, glaube ich, hier konnte man nicht weiter. Ich bin fast sicher, dass wir irgendwann... Ja, dachte ich mir schon. Zum Eispalast können wir nicht. Ist einfach... Hier auf die ist einfach zu kalt. War schon interessant eigentlich. Es ist zu kalt, deswegen können wir da nicht hin. Aber Alps können da hin, weil sie gefühlstot sind. Das ist, ja. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Beweise. Kriegt der Maschine. Kann ich... Ne, was ist das? Kann ich die überhaupt abschalten? Werte abschalten? Ich probiere es mal aus. Komme ich da überhaupt rein? Waren hier Gegner? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay, cool. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Oder geklärt, eher gesagt. Da kann ich nicht hin. Familientreffen. Machen wir mal das einfach mal, oder? Speichern nochmal. Ob er da gerade Autospeichern gemacht hat, als ich mich teleportiert habe. Aber das ist mir egal. Ja, gut. Hi. Danke. So, schauen wir mal, was wir hier mit unserem Fuddy quatschen können. Interessiert mich jetzt aber auch mal. Vater, Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut. Nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Ja. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Da ist gerade eine leere Flasche runtergefallen. Ja, jetzt wisst ihr auch, ich habe Flaschen in meinem Zimmer und einen Boden. Gut, Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn. Und Tarek kennt das Risiko, doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg
wird zum Untergang unseres Volkes führen. Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja. Aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Also noch langsamer geht's nicht, oder? Ja komm, mach mal hinne! Du hast mich gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elexitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elexitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister, ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elexitor von Xakor. Aha. Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch seh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Nicht mehr lange. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie, meine Exekution, das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen. Und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Das war bestimmt er selber. Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexitor und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund, an deiner Loyalität zu zweifeln. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam? Er hat möglicherweise etwas mit dem Angriff auf meinen Gleiter zu tun. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Saddam wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab.
Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexator werden will. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Saddam muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Saddam schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Saddam selbst war es jedenfalls nicht. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Und woher will er das wissen? Jetzt mal einfach mal ganz blöd gefragt. Woher will er wissen, dass ich es dann in diesem Zeitpunkt weiß? Außer, ich werde ihm selber begegnen. Weil er das schon geplant hat, uns dann umzubringen. Nur als Frage jetzt. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Wow. Bruder, Liebe. Ist die oberste Direktive, denn nicht das Elex dem... Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution? Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. Was macht er da? War das nicht immer so? Ich habe mittlerweile berechtigte Zweifel daran, mein Junge. Es hieß, wir sollten Opfer bringen. Doch mit dem Tag deiner Exekution endete meine Loyalität. Ich opfere nicht meinen eigenen Sohn für die Ideale einer Maschine. Aha, okay. Gut, mal wissen, Bruder, Liebe, kann ich denn da einfach hin? Ist... Ach, Kallax ist... Oh. 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 Tatsächlich haben wir Kallax hier in der Nähe. Ach, das ist ein Vogel. Sagen, was ist das denn für ein Geräusch? Was machst du hier? Dö. Okay, das sind noch mehr. Was machen die Viecher hier? Sind das... Ah, nicht den wahren Händler angreifen. Idiot. War das gerade hier einfach so eine Wanderhorde oder was war das? Na egal. Gut, also, wir haben unseren Daddy getroffen. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Wurden von Kaya genervt. Also haben unseren Daddy getroffen und eine neue Elexader gefunden und unseren
Gleiter einen Schritt in Richtung Reparatur und volle Benutzung gebracht. Und in der nächsten Folge gehen wir mal unseren Bruder besuchen. Mal schauen, was der zu sagen hat. Aber erstmal prügle ich mich mit Ungeziefer. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Fast 3 Schläge für den Skeks. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Weil da hinten ist irgendwas. Oh. Eine Fledermaus mit 4 Beinen. Und einem Schwanz. Ah, oh, ja, komm doch. Dann geh halt, Nervensäge. Gut, aber... an der Stelle beende ich die Folge. Die Folge ging lang genug. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, in dem Sinne... ciao.